So, meine Kinderchen, wir sind zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. So, wir sind hier im Brunnen und irgendwie und alles scheiße für uns, weil wir wissen nicht, wie wir rauskommen. Wir sind hier festgekettet an einer Leiche, die keinen Kopf mehr hat. Fuck, ich denke, jetzt schneiden wir die Hand durch. Ritsche, Ratsche, Ritsche, Ratsche! Du bekommst, achso, Ritsche, Ratsche, Ritsche, Ratsche, du bekommst die... Ja. Okay, zum Glück die richtige Hand abgesägt. Stellt euch das mal vor. Kopflos. Ich hab vergessen, wer er war. Hier. Auf den Penis geworfen. Nochmal. Ne, das war Kniescheibenbruch. Boing. Finde einen Weg aus dem Brunnen. Ja. Ach so. Das war mein bester Wurf. Vom Dütz gefallen, ey. Jetzt rausklettern und so, ne? Irgendjemand lacht natürlich da oben rum. Wer mag das bloß sein? Okay. Frank is gonna break. Nein, 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 nein. Diese Controller-Knöpfe bei mir. Ich hab da kein Glück mit. Ja, nochmal von vorne alles. Ja, war ja auch nicht viel, was wir bis jetzt gerissen haben, ne? Fang ihn wieder auf. Boah, ich schwöre, hätte ich ihn wieder aufgefangen, ne? Schritte sind weg. Fuck, the plank is gonna break. That's close. Und jetzt können wir das so an der Wand so hochklettern. Ja, das kriegen wir hin. Aber war doch kein Problem. Ein Kinderspiel. Ah ja. Oh nein, das Telefon. Okay. Kein Schlüssel? Hm. Ja. Ach ja, wir waren ja hier im Haus, ne? Genau, da waren wir. Da hatten wir auch dieses Rätsel gemacht mit Schwarzlicht und so ein Scheiß. Das war ziemlich cool eigentlich.
Ja, geht so. Der Fluss sieht ziemlich heftig aus. Also sieht sehr... Ob wir... Ne. Sonst hätte er uns ja schon selber einen Weg gesucht. Nass durch den Wald? Ich kann mir was Besseres vorstellen, ne? Aber es gibt ja keine Geister. Werwölfe. Aber Vampire vielleicht. Nee, aber eher Zombies, oder? Oh, nee, 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 nee. Der böse Wolf. Na, mein Kind. Hast du dich verlaufen? Sam is alone at home. I must get back to her as fast as I can. Ja. Ja, hab ich. Nun soll ich dich nach Hause bringen, mein Kind? Nein, ich darf nicht mit Fremden reden. Nun, ich bin nicht fremd. Mein Name ist Böse. Böser Wolf. Ich bin sehr seriös, wenn ich an einen Knochen nage. Nee, lieber böser Wolf, lass das mal schön bleiben. Tower, Firewatch. Da liegt hier einfach eine Taschenlampe herum. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Wow, ein schönes Wasserrad. War mal bestimmt irgendwann mal schön. Ich frage mich, wer baut hier ein Wasserrad hin? Hat es hier schon mal ein Wasser gegeben, genau hier an dieser Stelle? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier jemand von da nach da getragen hat. Zumal deutet nichts auf eine Wassermühle hin. Es steht hier einfach herum. Hillside Inn. Naja, wir nehmen die seriöse Brille. I've left my wife alone and there's a maniac on the prowl. I just hope she's alright. Klar ist sie in Ordnung. Und jetzt sehen wir sie mit Klaus, Alter. Oder mit Harry. Harry Mösen. Na egal. Geier. Baby? Mama! Where is she? Rede mit Mama. Wir kommen rein und der gleich. Where is she? Emma, Babe. Ich bin wieder da. Ich möchte mit dir machen Amore. Kommen zu Papa. Und dann können wir dir zeigen, wie gut ich kann machen Amore. Ganz viele grande, muy, muy bien, grande Amore. Emma, Babe. Emma, Babe, sieht du mal face und singe la Bamba. Wo bist du, meine kleine Zuckerpuppe? Papa ist zu Hause. Ich weiß, wo du steckst. Du bist im Schlafzimmer. Um zu erfangen, meine große Amore. Sie ist so schüchtern? Wie herausfordernd! Tada. Beppe, wo bist du? Bist du? Wieso geht die Tür nicht ganz auf? Was ist hier los? So. Meine Güte. Ja, hier liegt keiner. Toll. Mein Haus und alles ist verschlossen. Ja, da oben ist sie bestimmt. Ja, klar. Alles verschlossen. Schrank, Schrank, Schrank. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Schrank, Schrank, Schrank. Wow. Baby. Ich weiß, wir müssen getrennte Schlafzimmer haben, damit wir nicht so lauter sind für die Kinder. Aber unser Schlafzimmer ist hier. Wo bist du, Ramore? Emma. Beppe. He's been here again. This time. What happened to you? Why do you look like this? I slipped and fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us.
phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is, he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? Nein. No, I must have missed him. I found the telegrams, though. And believe it or not, the diary I told you about? Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep... Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up to. Okay. Luckily, I've got his car keys. Habe ich nur meine Kamera wieder eingeschaltet? Weiß ich gerade gar nicht. Nö. Manchmal ist es auch besser so, ne? So, lieber ganz weit weg von der Kamera zu sein. Sheriff! Erstmal gucke ich hier vorne nach. Okay, dann gucke ich hier nach. Oh, wow! Ja, die ist da. Aufmachen. Was ist denn das hier? Er hat nie die Möglichkeit bekommen, seine Zusammenfassung zu schreiben. Dieselbe Person, die uns das Leben zur Hölle macht, hat auch dem Leben des Sheriffs ein brutales Ende gesetzt. Stimmt, wir hatten den Sheriff doch gefunden, na klaro. Aktenzeichen, schießt mich tot, Mellon durch Emma Stevenson. Blackstone. Vorfall, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Detail zum Vorfall. Am Dienstag, dem 28. August um 16.12 Uhr. Erhielt die Polizeidienststelle in Wenham einen Anruf bezüglich eines vermeintlichen Hausfriedensbruchs sowie Sachbeschädigung auf einem Privatgelände in Blackstone. Die Anruferin, eine Emma Stevenson, behauptete, dass sich ein unbekannter Eindringling während der Abwesenheit ihres Mannes Zugang zu ihrem Privatgelände verschafft und die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson zerstochen haben. Ergriffene Maßnahmen. Ich erreichte den Ort des Vorfalls um 17.03 Uhr. Eine vorläufige Untersuchung bestätigt mit absoluter Sicherheit, dass die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson mit Hilfe eines scharfen Gegenstands zerstochen wurden. Fußabdrücke im Schlamm am Ort des Vorfalls deuten auf einen männlichen Täter hin. Ich werde mich mit dem Eigentümer unterhalten und im Anschluss an weiterführende Untersuchungen abschließend in Kenntnis fassen. Okay. Gut. Das haben wir. Okay. Sind wir so klein oder ist das Auto so groß? Ah ja, sowohl als auch. Was ist denn das? Ja, da sind immer Gefangene drin. Ich will die Scheibe aufmachen. Scheibe auf? Ja. Scheibe zu. Ja. Hey, lassen Sie mich hier rein und raus. Okay. Ich bin im Weg, weil ich so fett bin. Nichts drin, wa? Kein Hund, keine Waffe, kein gar nichts. Ja, kein Wunder, dass ihm der Kopf abgemetzelt wurde. Japs. Was ist denn das? Hallo. Oh. Ihr anschauen. Where did you get that from? An uncle from the KGB? Warum würde jemand so etwas behalten? War überhaupt ein echter Polizist oder hat er nur den Sheriff gespielt? Wo weiß er, was das ist? Also, ich weiß nicht, was es ist. Was ist das, Leute? Ich kenne das nicht. Dieses Wappen scheint ja irgendwie... Das ist was Albanisches oder was? Oder vielleicht was Russisches? Na, ich glaube nicht. Der kommt mir schon weg. Und sich behalten müssen die Lichter. Ah, guck mal. What's this? Was haben wir denn hier? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Die Polizei verdächtigt also Jacob Hyde des Mordes an John Norton und seinen Sohn Nicholas. Wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
Okay, diese Satzbindung. In ein Tagebuch erwähnte Niklas, dass er nach 10 Jahren der Abwesenheit wieder nach Hause zurückgekehrt war. Scheinbar hat er diese Zeit in der psychiatrischen Behandlung verbracht. Rotieren, um die versteckte Botschaft zu finden. Es kommt mir bekannt vor, doch ich weiß nicht mehr, wo ich es schon mal gesehen habe. Auf jeden Fall war es irgendwo in unserem Haus. Ja, ich erinnere mich auch dran. Zusätzliche Anmerkung: Während der Durchsuchung des Familienanwesens der Heights stieß der Sheriff und sein Stellvertreter auf einen Geheimraum, der sich direkt über dem Büro befand. Auf dem Boden der Dunkelkammer kauerte der jugendliche Sohn von Jacob Hyde, Nicholas Hyde. Weder der Sheriff noch seine Stellvertreter gelang es, mit Nicholas zu kommunizieren. Der Junge reagierte auf keinerlei Reize. Vielleicht haben die Misshandlung durch seinen Vater ihn eine Art Stupor versetzt. Ich kenne das nicht. Der Junge Hyde wurde in Obhut der psychiatrischen Experten übergeben, die über seine weitere Behandlung entscheiden werden. Der Sheriff hat einen Haftbefehl gegen den flüchtigen Jacob Hyde entlassen und ein Kopfgeld von 500 US-Dollar ausgesetzt. Ja, das lohnt sich. Alter Digga. Okay, bla 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 bla. Okay. Eingriffe Maßnahmen. Der erklärte Stellvertreter, der blendet unter seinem betrunkenen Mann für tot. Opfer handelte sich um einen 2 Wochen vermissten John Norton. Als Todesfall wurde er wirklich über Blutverlust vorgestellt. Das Opfer schlug den Stichwort Nackenbereich auf, die von einem Gegenstand möglichen Messer verursacht wurde. Gefällt sich darunter mit Körper mit einer Bedeutung wieder dabei. Untersuchung von der Ordner und dem anderen, das dann hat schon bitte. Die Spur des Mannes führte dann Anwesenheit an, weil der Fluss zum Dörper erkennt, den Besitzer des Gasthofs der Minen und der Fette getroffen war. Jedoch das wahre Geheimnis der Verbrechen unter Blackstone. Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist aber ganz schön gerissen. Einfach so. Kann ich das auch machen? Another secret. A hidden room in our house. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Too bad I didn't know about it before. Da 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 da. Schupp. Finde die Orte, die auf dem Foto zu sehen sind. Moment, warte mal. So war das, ne? Notizen. Genau, das war das einmal der Kamin, den hatten wir schon mal gesehen, das war nur so ein Büro, bin ich der Meinung. Da wurde auch schon tatsächlich angezeigt, da habe ich mich gefragt, hey, warum wird das so angezeigt? Wir lassen einfach mal ganz spontan jede Tür auf, wir schließen die auch gar nicht, wir sind sehr zutrauliche Leute. Wow. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Ein Teil des Textes ist unsichtbar. Wie schaffe ich es nur lesbar zu machen? Ach, Leser. Leser, aber der Geschehnisse der Nacht wird bei Tageslicht gerichtet. Was die Dunkelheit nicht preisgibt, wird vom Schein des Lichts offenbart. Ja, okay. Rotieren. Hier, ich sehe nichts mehr da. Okay. Das heißt, wir müssen mit Feuer oder so ein Scheiß ran. So, ist auf dem Notiz mit dem. Ist da irgendwas drauf gekennzeichnet? Nee, doch, natürlich, ist genau mittig. That number sequence isn't random. Ach, fuck, ey. Auf jeden Fall war das Ding so da war in der Mitte. Warte mal, stand da irgendwas drauf? Eh zurück. Ach komm, hör auf. So. Am Umdrehen. Set. 500 US-Dollar. Aber da steht nichts drauf, ne? Wir können das halt einfach. 1854, vielleicht. Ob das sein soll? 1854. Hier, es gibt keine 1854 drauf. Ach, Kacke. Ich weiß das nicht. Steht denn hier irgendwas? Vielleicht gibt diese Statue uns irgendwie einen Hinweis. Ja. Jesus points at the gate of hell. I don't get it. And I don't think I want to. Okay, aber trotz all dem. Ja, weg. Totale.
Warum hängen wir uns so einen Scheiß überhaupt auf? Auf jeden Fall sind das ja die Orte hier, ne? Richtig, das ist das ja hier. Guck. Genau. Tja. Jetzt zählt jetzt nur noch dieses Rätsel mit dem Datum, ne? Aber wie, was soll ich das denn herausfinden? Was leuchtet hier denn so herrlich? Aha! 1864. Komm, hör doch mal auf jetzt. 1864. Ich bin noch drauf. 1864. AD. Es gibt doch nur das eine 1864, ne? Sicher? Sicher. Und dann muss ich es so drehen. Wenn wir den drehe ich mal so. Bingo. That was well thought out, Nicholas. Ja, mach auf die Tür, Junge. Hier, mach mal richtig auf die Klappe da. Geht's nicht noch weiter? Nee. Das ist nicht nur irgendein Schmuckstück. Es sieht aus, als würde es irgendwo hineinpassen. Ja, in unsere Jesus-Statue wahrscheinlich. No, just put the apple in the right place. Zu welchem? Okay, aber wo war denn das? Es hat... Ja. Nichts übersehen. Was that cursed place? What do all those words and symbols mean? Und hier noch so ein Bett oben drin. Das ist das Zimmer von Niklas? Hier hat ein Junge gelebt? All denen, ich begegne, haben zwei Gesichter. Eines ist menschlich, das andere. Ja, so Biestenzeit. Wir beide haben durch das Loch in der Wand mit angesehen, wie Vater dieses, was dieses Verfasser. Alles klar. Okay, Digga, komm. Lügner, Diebe, Mörder, Fälscher, Monster, Sadisten, er und ich. Du und ich. Ich reise weite Strecken, ohne mich je von der Stelle zu bewegen. Wow. So poetisch. Okay, das haben wir ja alles. Ist es kaputt gegangen? Upsi, pupsi. Ah, das klimpert nicht. Ja. Pim, pim. Aha! FIFA vom... Und so weiter. Die letzte Zeile aus dem Tagebuch. The man in the mask. Now I know who he is. Alter. What the hell is that? Okay. So spät der Sturm. Ja, ich komme ja schon. Gemach. Sie sehen mich ja. Ich mache hier die Tür zu und dann... Ja, natürlich. Oh, er ist weg. Alter. Kapitel 10. Ich weiß jetzt, wer der Mann mit der Maske ist. Die Wahrheit offenbarte sich mir, als er mir erneut zur Hilfe kam. Es ist mein Vater. Als Detektiv starb, verwandelte er sich in einen eisigen Phantom und brachte mich an den Rande des Todes. Die Kälte versenkte mir die Hände und das Gesicht. Eiszapfen banden sich einen Weg zu meinem Herzen. Doch mein Vater, sein Antlitz hinter der Maske und Zylinder verborgen, rettete mich erneut in letzter Sekunde. Einem Geiste gleich taucht er auf und verschwindet wieder. Heißt das, er weilt wie die anderen nicht mehr unter den Lebenden? Und versucht er jetzt,
mich vom Jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon eher erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder. Er war der Fluch meines Daseins, als er noch lebte. Warum ist er jetzt also auf meiner Seite? Je mehr ich den decke, desto weniger verstehe ich. Oh mein Gott. Wir sind wieder Nikolaus, ne? The man in the mask. So, ihr Mäuse. My father. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Wir wollen immer noch die Mine verlassen. So, ihr Mäuse, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschalten, das hat mir mega Spaß gemacht und ciao.